Einen wunderschönen guten Abend ist es schon. Heute ist Samstag, der, was haben wir heute? 28. August 2021. Der kälteste Winter, den ich je erlebt habe, war ein Sommer in San Francisco. Wer hat das gesagt? Das hat Ernest Hemingway gesagt, soll das gesagt haben. Der hat nämlich in Key West gelebt. Also ganz im Süden, Südspitze der Inselkette, unterhalb von Florida, Richtung Kuba. So fühle ich mich momentan gerade. Es ist ja irgendwie noch Sommer. Allerdings habe ich auch in Florida selber gerade mal so das als Extremtemperatur im Winter erlebt. Naja, also. Banales zum Anfang. Ich grüße euch. Heute auf der Terrasse habe ich etwas mehr Zeit wieder. Es gibt kein straffes Programm, bloß einige Betrachtungen, die jetzt kommen. Immer wieder. Die allgemeine, wie soll man das sagen, die allgemeine Lebensführung. Was ist relevant? Wie kann ich mich durchmogeln? Komme ich ohne Testungen aus? Werde ich in Zukunft für Testungen bezahlen? Wie gestalte ich das Ganze? Es kommen immer wieder in der Praxis kommen Anfragen zu Testungen. Und dann stellt man sich ähnlich wie mit diesen Spritzungen, stellt man sich vor, das kann man schon machen. Also irgendwas drehen, Leutchen. Da ist nichts zu drehen. Da ist nichts zu drehen. Das ganze Ding, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ganze Ding ist eine ernsthafte Geschichte. Das sind gesetzliche Vorgaben. Wenn ich in ein Restaurant möchte, dann werde ich in Zukunft dafür bezahlen oder ich gehe nicht in ein Restaurant, ganz einfach. Wenn ich in Zukunft ins Kino gehe, dann werde ich dafür bezahlen, um mir was reinstecken zu lassen oder ich gehe nicht ins Kino. Wenn ich wohin reisen möchte, dann werde ich für entsprechende Testungen bezahlt, aber ich werde nicht reisen, ich werde nicht in ein Hotel einchecken, ich werde diese ganzen Dinge nicht tun, oder aber ich bezahle dafür. Also möchte ich bloß immer wieder mal sagen, es kommen immer wieder mal so, natürlich, ich kenne meine Patienten oder viele Patienten jetzt auch schon seit vielen Jahren und da sagt man, oh, können wir doch nicht irgendwie so, nein, das tut mir leid, ich habe noch nie irgendwas gefälligkeitsmäßig erstellt und das werde ich auch in Zukunft nicht tun und ich werde es auch nicht müde werden, sowas, obwohl ich es schon ein paar Mal gesagt habe, immer wieder zu wiederholen, denn es muss einfach klar sein, das ist eine Situation, die weitergehen wird, noch eine Zeit, für die wir bis jetzt keine Vorlage hatten, wie man so schön sagt, keinen Blueprint und das ist etwas, was für uns alle etwas Neues ist. Und für uns alle nicht toll. Ins Restaurant gehen, ins Kino gehen, ins Fitnessstudio gehen, diese ganzen Sachen. Also, das ist eine Zeit für etwas Neues. Umdenken. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich, naja, es gäbe die Möglichkeit, dass ich mir irgendwo was bescheinigen lasse, was nicht stattfindet. Wenn man einem da draufkommt, dann ist Polen offen, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt dann. Das ist eine ungesetzliche Handlung, die man sich nicht erlauben darf. Wir sind in dieser Lage und in dieser Lage sollte man sich entsprechend für sich selber korrekt verhalten und es wird sich rauskristallisieren, wer dann das richtige Verständnis hat und wer nicht. Und auch in dieser Art und Weise werden sich die Wege scheiden oder aber zusammenführen. Es kommt auf Geradlinigkeit an, es kommt auf Ehrlichkeit an und auf Solidarität. Und zwar richtig verstanden. Richtig verstanden hast, man macht es halt nicht. Ich habe auch den Hinweis bekommen von jemand über einen Messenger, als ich gesagt habe, ich werde mein Fitnessstudio kündigen. Die haben selber Fitnessstudios. Da sage ich, das tut mir leid. Ich möchte ja niemandem was wehtun oder ein Restaurantbesitzer oder sowas, ganz klar. Bloß jeder, der
mitmacht, der hält das ganze Ding und dieses ganze Thema länger am Laufen. So, jetzt bin ich schon wieder in dem, gestern war es ein bisschen lustiger. Jetzt bin ich schon wieder in diesem C-Thema drin, bloß ich kann es nicht anders, als immer wieder ein Stückchen davon zu erklären, wie nach meiner Ansicht die Welt funktioniert. Auf Englisch gibt es da so eine Cartoon-Serie, die heißt The World, oder ist ein Film, The World According to Garp. Oder auf Deutsch heißt es Sendung mit der Maus. Deswegen habe ich mir diese Doc Whatabout-Figur kreieren lassen, um genau solche Dinge immer wieder mal verständlich zu erklären. Das heißt, wie funktioniert das? Wie sehe ich das? Wie könnte man das sehen? Wie sollte man das sehen? Weil es einfach viele, viele Menschen gibt, die da Fragen haben, wo es Unsicherheiten gibt, gerade jetzt in diesem eigentlich medizinisch dominierten Weltthema. Und das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt, was ich gestern angekündigt habe, dass ich heute sagen werde. Ich habe ja am 5. August 2021 beim BNI, Business Networking International, eine tolle Organisation, eine tolle Unternehmervereinigung, weltweit agierend, und da trifft man sich in regionalen Unternehmerchaptern, in einem Kreis von, was weiß ich, 20, 30, 35 Einzelunternehmern unterschiedlicher Branchen, um sich jede Woche sozusagen gegenseitig zu befruchten mit dem, was man selber tut, um dem anderen zu zeigen, womit beschäftige ich mich, und das heißt, wie kannst du jemanden zu mir empfehlen, zum Beispiel. Wenn ich als Arzt sage, ich beschäftige mich, was ich mit, gerade momentan natürlich mit Corona-Themen, dann weiß man, das heißt, da kann man auf jeden Fall mit solchen Fragestellungen kommen. Oder ich beschäftige mich mit Gesundheit, ich helfe jemand zu Gesundheit, um strukturiert dahin zu kommen, dann kann man jemanden zu mir empfehlen. Deswegen bin ich vor knapp 6 Jahren in diese Vereinigung eingetreten und war seitdem in dem Chapter Grillenberger in Nürnberg. Heißt so. Ne? Karl Grillenberger, Arbeiterführer, ist danach benannt worden. Und in diesem Chapter habe ich sehr gerne, bis dato sehr gerne angehört und war also jede Woche begeistert, um 6:45 da zu sein, mit sogar nicht mehr verschlafenen Augen, weil ich so begeistert war, jede Woche mich zu präsentieren, jede Woche von den anderen zu hören, was sie so machen, den Austausch zu haben. Und ich habe natürlich da in dieser Zeit, gerade seit einem Jahr etwa, wo es wirklich sehr anspruchsvoll geworden ist, und jetzt zunehmend anspruchsvoll wird, habe ich natürlich auch öfters mal über das Thema Corona und solche assoziierten Themen berichtet. Und ja, habe dann am 5.8. oder habe für den 5.8. angekündigt, ich werde in meiner Hauptpräsentation, die kann man alle, muss ich sich je nachdem, alle 3, 4 Monate mal halten, also bekommt man 10 Minuten Präsentationszeit, werde ich über das Thema Corona sprechen und habe diesen Vortrag genannt: Corona, das wichtigste Thema der Neuzeit? Fragezeichen. Provokatives Thema. Habe das angekündigt, 3 Wochen lang war das etwa angekündigt, war bekannt, dass ich darüber reden werde. Dann habe ich diesen Vortrag gehalten, und dann ist mir danach erzählt worden, es hätten sich 4 Mitglieder darüber beschwert. Okay. Und das ist mir erst am Donnerstag, also 2 Wochen später, der Ausschuss, der sich mit solchen Themen beschäftigt, wenn jemand ein Vergehen, einen Regelverstoß begangen hat, tagt dann nur einmal im Monat. Und dieser Ausschuss war zusammengetreten, und dann hat mir dann der Leiter von diesem Mitgliederausschuss hat mir dann danach, nach der Sitzung, eröffnet, dass das 4 Leute sich da beschwert haben. Und dann sage ich, wer waren denn diese 4 Leute? Ich würde das ganz gerne wissen, dass ich das verstehe, wie das einzuordnen ist. Denn wenn sich jemand da über mich beschwert, dann ist das ja jetzt irgendwie nicht so toll. Ne? Möchte ich ja auch nicht. Und ich möchte ja wissen, warum sich die beschweren. Vielleicht, dass man da irgendwas,
mit denen reden kann. Ja, er wisse das nicht, von einem wüsste er, aber er würde es mir nicht sagen. Er würde es mir nicht sagen. Sag ich, okay, und warum? Ja, das tut nichts zur Sache. Sag ich, das tut für mich eigentlich alles zur Sache. Ich möchte doch wissen, was da, wer sich beschwert hat, damit ich mich da verbessern kann. Und dann ist mir also gesagt worden, von wegen, also ich hätte, es sei letztes Jahr schon darauf hingewiesen worden, dass niemand etwas zu dem, zu Thema Corona sagen dürfe, weil das ein politisches Thema ist und da geht es um Meinungen und das ist so eine Kiste, da, das möchte man nicht hören und es dürfe nichts zu Corona gesagt werden. Ich habe dann damals in einer E-Mail geantwortet, das möchte ich jetzt nicht vorlesen, habe sehr deutlich geantwortet und habe eben auch gesagt, ich verbitte mir das, dass mir das Recht, mein Recht als Arzt aberkannt wird, dass ich mich zu Themen äußere, die Relevanz hat, die gesundheitlich Relevanz hat. Ich halte dieses Thema für eine Gefahr und ich muss doch, ich möchte und ich muss als Arzt auf jeden Fall, muss ich schauen, dass ich denen, meinen Schutzbefohlenen sozusagen, dass ich die beste Schützenhilfe gebe, dass die auch Entscheidungen treffen können. Wenn ich sehe, dass es, und das ist von mir aus keine politische Sache, bitte, wenn ich sehe, dass es von der Politik aus falsch transportiert wird, einfach inhaltlich falsch und dass etwas da katastrophal schiefläuft. Und da bin ich ja nicht der Einzige, der das inhaltlich komplett anders sieht. Ich habe das ja auch in dem Vortrag am 5.8. habe ich es ja genauso dargestellt am Anfang. Genau deswegen habe ich gesagt, es gibt zwei Wahrheiten aktuell. Es gibt den Mainstream, das klingt ganz fürchterlich polarisierend und es gibt Mainstream und es gibt die Verschwörungstheoretiker, also die alle spinnen. Diese zwei Lager gibt es. Das heißt nicht, dass alle, die jetzt etwas anderes sagen als das, was die Regierung sagt, dass die jetzt nicht recht haben. Siehe, habe ich auch gesagt, Galileo Galilei, zum Beispiel, als Extrembeispiel. Nur weil es eine Minderheit ist, heißt es noch lange nicht, dass die schief liegt. Und da geht es nach wie vor, oder ging es nach wie vor, nicht um etwas Politisches, sondern es ging einzig und allein, mir einzig und allein darum, dass ich nicht sehen möchte, dass Patienten von mir nicht von mir entsprechend aufgeklärt sind und einen Weg gehen, wo ich mir hinterher vorwerfe, hätte ich doch, hätte Fahrradkette, hätte ich doch etwas gesagt und ich könnte nicht mehr schlafen und ich könnte nicht mehr damit leben, dass sich jemand etwas angetan hat und ich ja und ich halte diese Spritzen für extrem gefährlich und je öfter und deswegen habe ich es genau so gesagt und ich hatte mir das sehr gut überlegt mit diesem Vortrag. Ich wollte zum Denken anregen. Ich habe mir diesen Vortrag danach, den ich ja auf Facebook gestellt habe, den ich auch bei BNI nochmal auf die Seite gestellt habe, habe ich mir nochmal angesehen und mir einfach gesagt, okay, war das jetzt politisch? Ich muss nach wie vor feststellen, nein, es war nicht politisch und es war etwas, was ich aus meinen Erkenntnissen, die ich von kritisch denkenden Wissenschaftlern beziehe und die sich aufgrund meiner eigenen ärztlichen Erfahrungen als richtig darstellen, die ich so sagen wollte und sagen musste, um aufzurütteln. So, habe ich getan. Und ich war mit dem Vortrag ziemlich zufrieden mit der Message. Und eben auch gerade, dass es keine politische Aktion war. Es war keine politische Aktion, sondern einfach wirklich, um zu zeigen, bitte, bitte, ich weiß, dass gerade in dem Chapter, gerade unter meinen Unternehmerkollegen, einige sich schon zweimal solche Spritzen angetan haben, sage ich, bitte, macht's nicht noch öfter. Ne? Denn jedes Mal wird, ja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, wenn man es schon mal zweimal überstanden hat, ist schon ganz gut. Es gibt viele, die überstehen die erste Spritze und die zweite Spritze nicht. Die haben Herzinfarkt, die haben Hirninfarkt, die haben alles Mögliche an
plötzlichen Toten, die dann nicht mal in die Statistiken eingehen, als Impftod, als Impfnebenwirkung. Und das war mein Anliegen, warum ich so deutlich gesagt habe. So, ich habe dann das Ganze noch als E-Mail bekommen. Ich war am Donnerstag früh, nachdem mir das dann gesagt worden ist, du bist ab sofort aus dem Chapter ausgeschlossen. Also es gibt auch keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu sagen. Ne? Nein, du hast deine Berechtigung in diesem Chapter verwirkt. Du bist ausgeschlossen. Ich war erst einmal nicht in der Lage, vom Schreibtisch aufzustehen, musste erst mal meine Gedanken sortieren. Ich glaube, ich war da noch einiges gemacht, mit ein paar Leuten noch telefoniert, war noch mal 2 Stunden gesessen. Ich bin völlig fassungslos gewesen und habe mir deswegen auch dem alten Grundsatz der Bundeswehr folgend, wenn dich etwas ärgert und du möchtest dich beschweren, schlaf erst mal eine Nacht drüber, habe ich 2 Nächte jetzt drüber geschlafen und möchte es einfach mal sagen, was da passiert ist. Also ich bin jetzt aus diesem Chapter ausgeschlossen worden. Das ist in Ordnung, das ist okay. Ich erfahre sowieso nicht, wer da sich beschwert hat. Und von dem her ist es auch ganz, ist es dann gut so. In so einem Chapter möchte ich auch nicht mehr sein, definitiv nicht. Und ich weine jetzt dem auch nicht hinterher, das ist nicht das Thema. Es ist bloß symptomatisch, denn ich habe einfach nochmal diese Person, die mich da ausgeschlossen hat, der diese Aufgabe übernehmen durfte oder musste, habe ich dann einfach gegrillt und habe gesagt, pass auf, wie schaut es denn da aus? Was ist denn da? Dann sagt er, Quintessenz, wir wollen das nicht hören. Wir wollen das nicht hören. Zu Corona wollen wir nichts hören. Hallo Georg, wie gerade besprochen, muss ich dir leider feststellen, mitteilen, dass du ausgeschlossen bist. Tenor war, das muss ich tatsächlich jetzt mal kurz aus dieser E-Mail vorlesen, Tenor war, dass die Inhalte aus der Präsentation, das darf bitte jeder selber bewerten, der diese Präsentation von mir auf Facebook gesehen hat, beim BNI, 5.8., dass die Inhalte aus der Präsentation keine sachliche Information aus deiner Tätigkeit als Arzt zu verstehen waren, als keine Information zu verstehen waren, sondern als Meinungskundgebung, also mit einer Tröte, eine Meinungskundgebung eines Corona-Impfgegners interpretiert wurden. Naja, ich bin tatsächlich ein Gegner von diesen sogenannten Impfungen für diese Erkrankung aus verschiedenen inhaltlichen Gründen. Wir haben keine entsprechende Ebola-Erkrankung. Wir haben also diesen Druck nicht, dass wir dringend eine Impfung bräuchten. Und das, was jetzt momentan als experimentelle Genbehandlungen da sind, kann man nicht als Impfungen bezeichnen. So, das, was die allerdings meinen, ist, ja, ein Corona-Impfgegner. Entschuldigung, ich möchte keinen Bäcker oder keinen Metzger oder keinen Anwalt jetzt diskreditieren, wenn ich sage, ich bin kein Bäcker oder Metzger oder Anwalt, der sagt, ich habe was gegen Corona, gegen diese Impfungen, sondern ich bin jemand, der das aus der fachlichen Sicht, als jemand, der die Verantwortung hat, im Zweifelsfall eine Spritze zu geben, beziehungsweise als einem Menschen zu helfen, beurteilt. Also als Arzt, ich kann es nicht ändern. Das ist, und werde es auch nicht ändern. Das ist im Mitgliederausschuss haben wir den Vortrag ebenfalls nicht als sachliche Information empfunden, sondern als einseitige Darstellung eines Corona-Impfgegners interpretiert. Als Entscheidung über den Umgang mit dem Sachverhalt konnten wir vor dem Hintergrund, dass du die Auflagen aus dem letzten Jahr nicht bereits ignoriert hast, nicht mit neuen Auflagen belassen und deswegen haben sie mich rausgeschmissen. Das ist ja in Ordnung, also so inhaltlich kann das ja durchaus sein, dass man da rausgeschmissen wird. Für mich ist bloß interessant, was ich dann einfach mal gefragt habe, wieso darf ich nicht sagen, dass dann explizit kam, und das ist genau der Punkt, wir wollen zu diesem Thema einfach nichts hören. Egal was. Und das ist symptomatisch für die Zeit.
Es ist nur symptomatisch für die Zeit und mir ist das auch völlig in Ordnung. Ich fühle mich mittlerweile erleichtert. Ich möchte natürlich auch nicht mit Leuten mich jede Woche treffen, wo ich von, was weiß ich, von der ganzen Truppe nicht weiß, wer mich da jetzt, wer mir ein Dolch in den Rücken haut, zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich eine unerträgliche Situation sowieso. Also, das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis meines Vortrages. Ja, der war gewagt, das habe ich schon bekommen. Bloß, wie gesagt, ich wollte ja explizit die Leute am Schlawittel packen und sagen: Bitte denkt drüber nach. Denkt drüber nach, was ihr da tut. Ich habe gelernt, und das ist die Message für mich für heute und auch immer wieder nach außen, weil ich weiß, dass es viele von euch genauso betrifft. Zu erkennen, und ich bin wirklich jemand, der ewig und ewig und ewig versucht und nicht aufgibt. Ich gebe nicht auf. Bloß irgendwann einmal muss ich sagen, bei diesem Thema, wenn sich jemand diese Spritzen geben hat lassen und dieses Narrativ geglaubt hat, gerade zum Beispiel, wenn man schon jemanden kennt, der davor warnt. Also wer mich jetzt kennt und weiß, was ich dazu sage, und wer dann, nachdem er einiges von mir gehört hat und auch mit mir meinetwegen gesprochen hat und Argumente von mir gehört hat, dann hingeht und sich diese Spritzen geben lässt. Das ist der Punkt, da ist der Punkt dann erreicht, wo ich dann sage, ich kann mit dieser Person nicht mal mehr übers Wetter reden. Das geht nicht. Da ist nichts, da ist absolut gar nichts mehr da. Weil einfach diese inhaltlich, und es geht eben um nichts, gar, für mich um gar nichts Politisches, sondern nur inhaltlich, weil es inhaltlich so eine Katastrophe ist. Diese Genbehandlung wird sehr, sehr viele Menschen schädigen, um es ganz vorsichtig zu sagen. Ich bin da bei weitem ja nicht der Einzige. Ich trage nur zusammen. Wird sehr viele Menschen schädigen. Und zwar je öfter sie sich spritzen lassen. Das hält man nicht ewig aus. Und von dem her ist es jetzt gut. Das heißt, ich bin jetzt da auf jeden Fall draußen. Ich bin von einigen anderen Chaptern beim BNI in meiner Region, auch in der Nachbarregion, bin ich eingeladen worden, mir das doch anzuschauen. Und ich würde da auf jeden Fall positiv aufgenommen. Und es ist also nicht so, dass es eine BNI-weite Geschichte ist, sondern es ist wirklich eine Thematik offenbar von der Gruppierung, in der ich drin war. Das heißt, die wollten mich einfach nicht. Und deswegen weine ich da jetzt auch gar nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht war es einfach Zeit. Vielleicht war ich jetzt schon zu lange dort. Vielleicht bin ich einfach zu einer zu gewohnten Einrichtung geworden und man hat einfach mal gedacht, naja, den braucht man nicht. Also ich habe ja so ein hohes Ansehen von mir selbst, dass ich denke, die Leute könnten sich einige Finger abschlecken, wenn sie mit mir in Kontakt wären. Ne? Aber das ist jetzt wieder etwas für die Kritiker, die da sagen, oh, der hört sich gerne reden und der sieht sich gerne selber. Ja, gut frisiert heute. Ja, also ich bin schon der Ansicht, dass das, was ich mir angeeignet habe in den letzten fast 30 Jahren, bin ja noch gar nicht so alt, dass das ziemlich wertvoll ist und auch gerade für die Gesundheit einen erheblichen Mehrwert bringt. Und wer das nicht versteht und nicht verstehen möchte, für den bin ich ja eh nicht der Richtige. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich da draußen bin. Und deswegen, wie gesagt, ich weine dem kein einziges Tränchen hinterher. Mich hat es sehr, 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 sehr getroffen, ganz am Anfang. Definitiv. Ich war völlig fassungslos, ich war menschlich völlig am Ende erst einmal. Das ist ja unfassbar, was da abgeht. Ich war völlig desillusioniert. Bloß, wie gesagt, ich habe einfach beschlossen, ich lasse mich davon nicht kaputt machen. Ich werde dadurch nicht kaputt gehen. Überprüfe dann
sofort wieder, und das ist das, was ich auch immer wieder sage, bitte jeden einzelnen Tag lese ich etwas, ich überprüfe mich, sage ich, spinne ich denn jetzt? Drehe total durch. Ne? Es gibt viele Ärzte, die sich diese Spritzen geben lassen. Wieso du nicht? Ne? Das heißt, jeden Tag findet das bei mir statt und jeden Tag komme ich zu demselben Ergebnis. Das ist, was da offiziell läuft, ist der falsche Weg. Und ich stelle immer wieder fest, ich werde, für mich ist es der richtige Weg, den ich denke, und ich werde diesen meinen Weg, werde ich auf jeden Fall weitergehen. Und deswegen ist es für mich auch ganz klar, ich werde mich davon definitiv nicht niedermachen lassen. Ich werde definitiv jetzt nicht den Blues bekommen, nachhaltig zumindest. Werde nicht den Blues nachhängen, sondern schöpfe daraus jetzt positive Energie für neue Taten. Und das hat mir in den letzten beiden Tagen wirklich den Kopf geöffnet. Tatsächlich den Kopf geöffnet. Und seitdem, ja, die schon mal in Höchstädt mit dabei waren, bei Donauwörth, die wissen das, wovon ich spreche. Das heißt, dass es Zeit ist, wirklich in neuen Dimensionen zu denken und gar nicht mehr zu versuchen, wenn man es lang genug probiert hat, jemanden zu bekehren, jemanden zu retten oder irgend sowas. Ich mache es weiterhin, selbstverständlich. Ich mache es weiterhin. Bloß es wird zunehmend so sein, dass man erkennen muss, mit wem gehöre ich zusammen? Wer gehört zu mir? Zu wem gehöre ich? Und mit wem möchte ich zu tun haben, mit wem möchte ich leben und wer passt nicht dazu. Das ist einfach so. Sondert sich aus. Und wenn diejenigen, die großen Zahlen schwingen, der Professor, ich weiß immer nicht, wie man ihn spricht, Montagnier, dieser Nobelpreisträger, der das AIDS-Virus entdeckt hat, oder andere, wenn die recht haben mit den großen Zahlen, dann wird sowieso, ja, wird es sowieso, zeigt sich sowieso, dass es kaum andere Möglichkeiten gibt, als sich zu beschränken auf das, was man für sich für positiv erachtet. Dass man das positiv weitergibt und dass man das bestärkt, dass man daran arbeitet, dass man an diesem Positiven arbeitet, mit Ehrlichkeit, mit Geradlinigkeit. Komme ich auch wieder zu diesen Testen zurück. Es bringt nichts, wenn ich jetzt halt irgendwie mit irgendeinem Fake-Test oder sowas irgendwo reinkomme, dann gehe ich heute nicht mehr ins Fitnessstudio, zum Beispiel. Interessant auch nochmal, vielleicht eine Anregung an die Geschäftsinhaber, kann jeder selber drüber nachdenken. Wie möchte ich diese Regeln umsetzen? Also ich sage einfach bloß mal die Schlagworte oder das Schlagwort Zivilcourage. Zivilcourage, aufstehen für das Richtige, was ich erkenne, was ich erkannt habe. Das heißt nicht, dass das bloß derjenige, der ins Restaurant rein möchte, tun kann. Es kann auch derjenige, der das Restaurant betreibt, sich einfach mal überlegen, was tue ich denn da und tue mich dann vielleicht auch mit anderen, habe ich vor Wochen schon mal gesagt, tue mich dann vielleicht auch mit anderen Restaurantbetreibern zusammen. Das habe ich damals gesagt, als ich in Hamburg war, wo es darum ging, dass die ganze Reeperbahn alles um 11 zu ist. Naja, jeder hält sich natürlich dran. Klar, soll sich ja jeder dran halten, sind ja Gesetze irgendwo. Bloß es denkt auch keiner mehr drüber nach, es wird implementiert. Ich habe gerade auf einer BNI-Seite die Empfehlung für ein ganz tolles Hotel hier irgendwo in der Nähe gesehen, ein 4-Sterne-Hotel, die ist also. Ja, aus irgendwelchen Gründen ganz toll sein soll. Und dann habe ich mal geschaut auf der Webseite, gibt es natürlich so ein PDF über Corona-Regeln, da also wirklich alles drin steht, alles, was gesetzlich gefordert ist, mit dem FFP2-Maulkorb, ja, der für den Arbeitsschutz ja da ist, und für mit 1,5 Meter Abstand regeln. Und die Damen hinter der Rezeption brauchen keinen Maulkorb, weil die haben eine Plexiglasscheibe davor. Der dahinter steht, der braucht aber den Maulkorb, weil die Viren gehen ja nur Einbahnstraße. Na? Das heißt, die kennen keinen anderen Weg. Also es wird eins zu eins umgesetzt.
Es wird eins zu eins umgesetzt und kein Mensch denkt mehr drüber nach. Es darf jeder drüber nachdenken. Und schon wieder bin ich dabei, dass ich versuche, jemandem was beizubringen, der überhaupt nichts beigebracht werden oder der überhaupt kein Interesse daran hat, dass ihm was beigebracht wird. Es hat mich wirklich erschüttert, wo dann zum Schluss gesagt worden ist, wir wollen einfach über dieses Thema nichts hören. Ich sage, wow. Na, also. Also, BNI Grillenberger Chapter in Nürnberg-Fürth hat mich rausgeschmissen. Es ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall jetzt momentan für mich Geschichte und momentan schlafe ich am Donnerstag früh auf jeden Fall eine Stunde länger oder 1,5 Stunden. Das ist in Ordnung. Ich werde mir dann überlegen, was ich weitermache. Denn insgesamt finde ich BNI, diese Unternehmervereinigung, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich möchte das auch weiterhin unterstützen. Das soll also nicht der Zweck dieser kleinen Ansprache hier sein, die auch wieder keine politische Sache ist. Wir reden ja bloß. Sondern es war bloß, weil ich einfach mal gesagt habe, jeder hat oder viele haben meinen Vortrag vom BNI gesehen und ich habe ja gestern gesagt, ich werde mal mitteilen, was damit passiert ist. Also rausschmiss aus der Gruppierung, weil man darüber nichts hören möchte. Sehr interessant. So. Der kälteste Winter ist der Sommer in Deutschland. Jawohl. Ich wünsche euch einen tollen Samstag. Ist schon fast vorbei. Ein tolles Wochenende noch. Und ich werde mich auf jeden Fall wieder melden, wenn ich was Gescheites zu sagen habe. I wish you what.